Mich würde es trotzdem jetzt noch interessieren, wie kriege ich dieses Leiden weg? Cracker. Steroide. Antibiotikum. Ich glaube, das muss es oben haben, das Zeichen. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich nichts. Haben wir eine Medizinstation? Ich glaube nicht. Sollte es dir doch sagen. Hey! Meine Güte, was ist es diesmal? Eine einzigartige Gestalt. So, Hoffnungsträger, begib dich nach Aquila City. Probe mit lebensähnlichen Eigenschaften. Vielleicht finden wir dort auch einen Arzt. Ist nicht schlimm. Sie ist ein kluges Kind. Wirklich klug. Du steckst in Schwierigkeiten. Glaub mir, ich denke an nichts anderes. Wieder, wo wir hingehören. So, Aquila City. Begib dich nach Aquila City. Einmal landen. Und da wären wir. Sprich mit Daniel Blake. Sprich mit Wladimir. Ich wollte ja eigentlich mit Wladimir sprechen, aber wo ist denn der Gute? Barrett? Ich kenne keinen Wladimir. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ich würde jetzt gerade mal gar keine Gegenstände verkaufen. So bekommen wir unsere Fähigkeiten ein bisschen hoch. Und zwar hier. Das Gewicht heben. Wir suchen jetzt erstmal etwas Richtung Medizin oder so. Oblaza, Midtown, The Core. Shepherd's General Store. Vielleicht hast du ja was im Angebot. Jeder muss einkaufen. Schau dich gerne um. Hilfe. Nein. Er hat nicht das Richtige im Angebot, was wir suchen. Ich habe aber auch keine Ahnung, ob es hier einen Medizinstore gibt. Mein Schwager war gerade 2 Wochen im Paradiso. Sah echt toll aus. Aber wenn ich mir noch ein einziges gibt's nur Waffen. Foto ansehen muss, verliere ich ihm die Fresse. Leute, lasst mich durch, bitte. Hohe Schwerkraft ist tolles Fitnesstraining. Aber gefallen muss sie mir nicht. Ja, wir gehen in den Turm. Ich weiß jetzt nicht. Midtown Minerals. Hm. Ich denke, ich werde mein Glück in der großen Stadt versuchen. Da finde mir bestimmt einen Arzt oder eine Apotheke. Hey, Deputy. Nicht jeder kann behaupten. Nach draußen möchte ich nicht. Hier möchte ich hin. Helfen zu können ist. Hier ist die Treppe. Ah, gut versteckt. So, hallo, mein Freund. Was ist auf Montara Luna los? Der Hilferuf von der Wagoner Farm war doch ein wenig interessanter als gedacht. Ein paar Männer wollten die Wagoners von ihrem Land vertreiben.
Erst wollten sie es kaufen, dann haben sie es mit Drohungen versucht. Wir haben sie zur Rede gestellt und das wurde hässlich. Es hat keiner von ihnen überlebt. Du hast jemandem in Not geholfen und bist lebendig zurück. Das ist ein Erfolg. Ja. Es gibt noch offene Fragen. Ganz genau. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Vorher ist sie nicht außer Gefahr. Welchen Eindruck hattest du von den Männern, die sich die Farm holen wollten? Sie waren tough und gut bewaffnet. Vermutlich Söldner. Ein ziemlich toten Eindruck, als ich mit ihnen fertig war. Coole Antwort. Nummer 1. Wenn das stimmt, muss jemand sie angeheuert haben. Also, habt ihr etwas gefunden, das erklären könnte, warum diese Männer die Farm wollten? Einen Slate haben wir, ja. Sorry. Aber ich habe nur das hier gefunden. Sie haben jemanden angeheuert, um Hopetech ein Schiff zu klauen. Hopetech-Schiffe sind nicht gerade billig. Der Dieb könnte uns vermutlich jede Menge über diese Burschen erzählen. Es gibt noch was. Sie hatten Uniformen der Freestar-Miliz an. Das Einheitenabzeichen war gelb auf schwarz mit der Zahl 1. Sie haben auch gesagt, dass man sie vergessen hat. Sie waren irgendwie verbittert, voller Groll. Hast du nicht im Koloniekrieg gekämpft, Marshall? Klingelt da was bei dir? Die First Cavalry. Ich war mal in der Einheit, aber sie wurde vor Jahrzehnten aufgelöst. Nach der Schlacht von Nera. Es war sowieso nicht mehr viel übrig. Unsere beste Spur ist es wohl, den Schiffsdieb zu finden, den die Typen angeheuert hatten. Was war der Kolonialkrieg? Könnten die Männer Veteranen der First Cavalry sein? Was ist in der Schlacht von Nera passiert? Das erklärt immer noch nicht, warum sie die Wagoners Farm haben wollen. Ja, das ist mir am wichtigsten. Nein, es wirft nur neue Fragen auf. Der Schiffsdieb kann uns vermutlich ein paar Antworten liefern. Die Hopetech-Fabrik liegt in Hopetown auf Polvo. Near Kaloo ist unser Ranger dort. Sie kann dir Ron Hope vorstellen, den Präsidenten von Hopetech. Vielleicht kann er dir helfen, den Dieb zu finden. Aber pass auf, dass du ihn nicht verärgerst. Er sitzt im Rat der Gouverneure, dem wir unterstellt sind. Okay. Was ist denn der Rat der Gouverneure? Das Regierungsorgan, das über das Freestar Collective und die Ranger herrscht. Die Ratsmitglieder sind die politische und wirtschaftliche Elite des Freestar Collective. Wir müssen also vorsichtig sein, wenn wir mit ihnen zu tun haben. Was kannst du mir über Ron Hope sagen? Stolz, stur und klug. Ein self-made man. Er hat Hopetech mit Blut, Schweiß und schierer Willenskraft aufgebaut. Ich werde tun, was nötig ist. Normalerweise würde ich eine solche Hingabe loben. Aber du musst hier das große Ganze im Auge behalten. Wir haben unsere Befugnisse vom Rat der Gouverneure verliehen bekommen. Vergiss das nicht. Das ist jetzt deine Mission, Deputy. Finde gemeinsam mit den anderen Rangern möglichst viel über die Männer auf Montara Luna heraus. Ich suche inzwischen nach einer möglichen Verbindung zur First Cavalry. Viel Glück bei der Jagd. Okay. Es gibt hier Verstrickungen in alle Richtungen. Sehr interessant. Revolver. Ich wollte das nicht klauen. Ablegen. Eine Pharmastation würde mir doch auch schon ziemlich weiterhelfen. Gut gemacht. Aktuell weiß ich nur, dass es eine Pharmastation vor der Mauer bei der Lodge möglich. Gibt. Ashtar sind auch für uns heftig. Sprich mit Wladimir. So, wir schauen in die Quests rein. Begib dich zum Orbit von Polvo. Wollen wir da weitermachen? Was haben wir für Aktivitäten hier in der Nähe? Begib dich nach Paradiso, sprich mit Kelton. Die Pflicht ruft. Routinearbeit. Ja, so einiges. Teuflische Lieferung. Komm, wir bleiben mal bei der Mission.
Ins Narion-System werden wir geschickt. Beim Freestar Collective könnte es doch vielleicht eine Pharma-Station geben. Meine Cousine überlegt, zur Miliz zu gehen. Wo? Schön für Sie. Ich weiß nicht. Als die Leute aus dem Kolonie. Ich glaube, das war eine. Der Koloniekrieg war eine Katastrophe. Aber der nächste Krieg. Hier gibt's leider nichts. Ich nehme mal an, du hast die Waffe einem Piraten abgeknöpft. Ansonsten hätten wir einen. Das geht dich gar nichts an, meine Gute. Das ist meine Waffe und ich mache mit der, was ich will. Sei froh, dass ich sie nicht gegen dich verwende. Hier haben wir ein Museum. Das kann ich nicht identifizieren. Enhance. Ah, das könnte ein Arzt sein. Langweilt dich der Alltag? Enhance kann dich zu einem ein neues Gesicht und hoffentlich bald noch neuer. Willkommen bei Enhance. Wie dein Traum auch aussieht, ich kann ihn verwirklichen. Also, nimm dir einen Stuhl und wir verwandeln dich. Okay. Nö, ich möchte mein Aussehen nicht verändern. Immer gerne. Da habe ich mich leider zu früh gefreut, aber cool wäre es gewesen. Ja, hier in der Seitengasse gibt es bestimmt nichts mehr. For sale, wenn wir unser eigenes Ladengeschäft aufmachen. Was haben wir hier? Books. Stroner Inn. The Core, The Stretch, East Gate. Ziemlich verwinkelt, das Ganze. The Stretch. Lass uns mal in die Karte schauen. Können wir uns wirklich so Wegpunkte setzen? Cool. So, wo wollen wir hin? Alpha Centauri. Und dann Rhythm, Bonda, das Auge, sprich mit Wladimir. Wir gehen zuerst in die Lodge. New Atlantis ist schon eine tolle Stadt, um Kinder großzuziehen. Meine Lunge ist wirklich komplett durch. Seht ihr, was ich sehe? Brilliant Medical. Lauf! Da gibt's Heilung. Wir bieten die beste Versorgung in ganz New Atlantis. Zögere bitte nicht zu fragen, wenn du etwas brauchst. Willkommen bei Reliant. Wenn du medizinische Hilfe oder Medikamente benötigst, können wir dir sicher helfen. Yes, ich brauche Hilfe, Doc. Ich brauche medizinisches Material. Ich brauche Hilfe. Wie kann ich helfen? Du bin krank. Auf jeden Fall einen Arzt. Heile meine Wunde, heile meine Leiden. Kümmer dich um alles. Ja, kümmer dich um alles. Ein bisschen altmodisches Nähen dürfte reichen. Ich kann nicht versprechen, dass du nichts spürst, aber danach geht es dir besser. So, du bist wieder topfit. Wirklich? Was ist damit auf sich?
Ich habe von solchen Experimenten gehört. Möglicherweise hast du Alien-DNA-Sequenzen in deinem Genom. Eine Standard-Gentherapie kann die veränderten Abschnitte wieder neu ordnen. Ist alles absolut sicher, falls du Interesse hast. Nee. Lass dir Zeit. Das ist eine wichtige Entscheidung. Das ist eins meiner Merkmale. Das behalten wir auf jeden Fall. So, mein Leiden müsste weg sein. Lasst mal schauen. Perfekt. Sprich mit der Barkeeperin im Viewpoint. Sprich mit Kelton Thrush. Wir haben hier einen ziviler Außenposten. Fracking Station. Wir wollen ja weitermachen. Hier, begib dich zum Orbit von Polvo. Einsprung. Erstmal den Planeten scannen. Nickel, Uran. So, ziviler Außenposten. Hope Town. Andocken. Ist wirklich besser, die neueren von Noel lesen. Ich rede mit Cora. Sie weiß, dass sie fragen muss. Sie ist ein kluges Kind. Wirklich klug. Du steckst in Schwierigkeiten. Glaub mir, ich denke an nichts anderes. Das Schiff hat angetankt. Perfekt. Kein einziger Kratzer im Lack. Okay. Falls du irgendwo eine kurze Geschichte der Zeit findest. Noch mit niemandem geredet, aber Hauptsache mal das Schubdüsenrelais repariert. Wir sind ja hilfsbereit. Dafür nehmen wir das schon mal mit. Koffer leider leer. Was macht die Gute hier? Bisschen unordentlich. So, fragen wir sie mal, ha? Du bist hoffentlich hier, um mir zu helfen und nicht, um mein Schiff zu stehlen. Ah, geht es? Tja, wenn du die Marke behalten willst, komm nicht auf dumme Gedanken. Das alte Mädchen und ich haben schon viel zusammen durchgemacht. Ich habe eine Bande von Gesetzlosen verfolgt, die Handelsschiffe überfallen. Die Schweine haben mich überrumpelt. Ich konnte sie verjagen, habe aber einiges eingesteckt. Wie du siehst, kann ich keine Reparaturen vornehmen. Sind die Gesetzlosen noch in der Nähe? Nein, keine Chance. Sie haben mindestens so viel eingesteckt wie ich. Obwohl sie zu dritt waren, will ich anmerken. Großartig. Bin stolz auf dich. Bitte reparier mein Schiff. Mal sehen, ob ich dich wieder in die Dufte bringe. Wir müssen dich zu einem Arzt schaffen. Oh, bald wirken die Schmerzmittel. Dann ist alles gut.
Das Schiff hat Priorität. Ohne Schiff kann ich nicht arbeiten. Flick ist einfach gut genug, dass wir es nach Haupttan schaffen. Der Rest wird da gemacht. Ich helfe dir, aber im Gegenzug bitte ich um einen Gefallen. Oder wie wär's mit ein paar Credits für meine Mühen? Darum musst du nicht bitten, ich hätte dir sowieso geholfen. Kleiner Hinweis, da du ja neu bist. Ranger unterstützen einander. Immer. Ranger sind ein Team. Es gibt keine Gefallen. Ja, danke. Wo kommt denn jetzt eigentlich dieser... dahinter? Was haben wir hier? Trauma-Fack. Ja, damit. Was gibt's hier unten noch zu erkunden? So, einmal eingeschaltet. Hier hätten wir sowieso Müsse hin, so wie ich das sehe. Ja, wie sie seitlich da drauf springt, die Animation. Ja, weiß ich nicht, gefällt mir nicht. So, was haben wir noch? Repariere Nia Kalus Schiff. Was gibt's noch zu reparieren? Hier in diesem Bereich. Ah, da ist eine weitere Tür. Eine Dusche. Gefängniszellen. Hier haben wir noch was. Navigationscomputer Baugruppe. Sprich mit Nia. Danke. So komme ich nach Hause. Um die Gesetzlosen muss man sich trotzdem noch kümmern. Meinen Ranger-Kameraden helfe ich immer gern. Gut. Es gibt nicht viele von uns. Da macht es uns unser Leben deutlich leichter, wenn wir einander helfen. Also, reden wir über die Gesetzlosen. Sie sahen ziemlich mitgenommen aus und sind vermutlich nicht weit gekommen. Aber wenn sie es in ihr Versteck schaffen, finde ich sie nie wieder. Das dürfen wir nicht zulassen. Was kannst du mir über die Schiffe sagen? Ich bin nicht gekommen, um gegen Gesetzlose zu kämpfen. Leichte Bewaffnung, nicht zu schnell. Die Piloten sind nicht schlecht, aber Amateure. Du bist in der Unterzahl, aber sie haben schon einiges eingesteckt. Das macht es fair. Sag mir einfach, wohin sie unterwegs waren, dann kümmere ich mich darum. Sie waren wohl zum Polvomond Miata unterwegs. Viel Glück bei der Jagd. Begib dich nach Miata. Ich will nicht nach unten, ich will nach oben. Wir gehen zurück auf unser Schiff.